Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Tiberium Conflict Remastered Edition auf Seiten der GDI Nachholmissionen. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier, haben uns hier unsere Basis aufgebaut, Mission 10 der GDI. Und genau, wir haben uns ja auch unsere Panzerarmee aufgebaut, die sieht schon ordentlich aus. Und der letzte Panzer rollt jetzt gleich vom Stapel. Finde ich gut. Und ich reihe die mal an hier. So, dann schauen wir uns mal das Bild gleich an. Ja, zack, zack. Zack, 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 zack. Einfach mal anordnen hier, wie bei den Mammutpanzern auch. So, da ist der letzte aus vom Stapel gerollt. Das ist sehr gut. Sieht schon geil aus. Schaut euch das an. Es sieht schon geil aus, ja. So. Kann der Jeep bitte runterrollen? Dann brauche ich jetzt gleich nochmal zwei Silos. Ich schau euch das an. Hammergeil. Hammergeil. Es sieht so gut aus. So, Leute, dann baue ich ihm jetzt noch die Silos hin. Und ja. Dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Einen guten Anblick. Jetzt reife ich es allerdings. Komme ich da rein, wenn ich... Ja. Ich sehe schon, was da drin ist. Und das ist ordentlich. Okay. Gut. Dann nehme ich jetzt meine Panzerarmee. Und rollt los. Alles klar. Dann trefft euch mal bitte hier. Und... Und mit diesen Panzern überrollen wir es den Gegner. So einfach ist das. Und das habe ich leider in der letzten Folge nicht mehr geschafft. Einfach weil der Aufbau der Panzerarmee zu lange dauert, weil die Kohle halt so weit weg ist. Und der arbeitet gar nicht, okay. Gut. Während die da Panzer dahin rollen, mache ich mit den Ockers jetzt noch hier dieses Gebäude platt. Rektors Haus, du hältst viel aus. So, gut, dann sind die gleich alle da. Dann trinke ich nochmal einen kleinen Schluck hier rein fürs Lemon. So, oh, und dann können wir loslegen. Sehr schön. Mit dem geilen Soundtrack, ja. Was machst du denn da? Fahr doch hier hoch. Was bist du denn für einer? So. So, dann auf in die Schlacht hier. Jetzt kommt er mit allem raus wieder hier. So, oh, der Overlist, der kann schießen schon. Okay, schnell hier rein, schnell hier rein, schnell hier rein. Schnell durchschießen da. Und mach den Scheiß kaputt. Mach den Scheiß kaputt, Leute, sehr gut. So, wunderbar, ey. Wunderbar, alles klar. Dann kann ich ja jetzt die Orcas nehmen. Ja, wenn er dann nicht wieder mit Raketentypen wäre, ne? Fahr rein, los. Ich will die Orcas mit einsetzen hier. Da hat er nämlich wieder noch Flachs da. Mach die platt, los. Mach die platt, mach die platt, mach die platt. So, die Orcas kommen. Und bam. Sehr schön. Da sind die Orcas. Da baut er den nach, das ist ja wohl nicht wahr. Der hat einen Obelisk nachgebaut, ey, ich glaub's nicht. Alles nacheinander hier platt machen. Wow. Nieder mit der Bruderschaft von Not hier. So, und bam. Ja, ich könnte eigentlich... Wartet mal, schaffen die vier Orcas die Flak? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. So. Oh, die schaffen das! Geil. Ja, allerdings frage ich mich jetzt, warum ich hier keinen Luftangriff kriege. Weil da unten in der Ecke noch eine ist. Scheiße. Komm, gib mir einen Luftangriff, los. Schieß da drauf, da los. Ich will mit dem Luftangriff hier den Rest platt machen. Sehr schön, Leute. So, dann. Alle schön hier. Lufteinheiten. Babam. Ja, und bam, bam. Und das war's, lieber Noddy.
Ja, so schnell kann man eine Basis zerlegen. Einsatz erfolgreich. Ah, geil. Das hat Spaß gemacht, Leute. Das hat echt Spaß gemacht. Gummipanzer. Die haben dir leider nichts gebracht, Kollege. Das hat auch Spaß gemacht, liebe Leute, Orca-Entzug. Und, ja, seht ihr das? Der Gegner hat wieder 120 Einheiten verloren. Oh Mann. Gut, okay, Leute, wir sind wieder in Europa unterwegs. Und wir machen die Nordics wirklich Schritt für Schritt platt jetzt hier. Und, nein, die nächste Mission ist nicht Griechenland. Die nächste Mission ist schon Dr. Möbius retten. Oh, nee, Leute. Bitte nicht. Die Möbius retten Mission. Die war doch beim letzten Mal so richtig schön kacke. Na gut, Leute, Cutscene. Von der GDI durchgeführte Nachforschungen ergaben die folgenden Zahlen für Krankheitsfälle im Zusammenhang mit Tiberium. Atemwegserkrankungen. Genetische Erkrankungen. Immunsystemversagen. Todesfälle durch Tiberium-Kontakt. Durch Tiberium infizierte Bäume setzen Sporen frei, die offenbar den Krankheitsüberträger darstellen. Die Wissenschaftler der ganzen Welt konzentrieren ihre Forschungen auf diese tödlichen Sporen. Tiberium ist eine neue Lebensform. Ganz vereinfacht ausgedrückt passt es offenbar Bodenbeschaffenheit, Fauna und Umwelt der Erde seinen außerirdischen Überlebenserfordernissen an. Wenn das wirklich der Fall ist, meine Damen und Herren, sehen wir uns hier einem Killer gegenüber, der tödlicher ist als unsere schlimmsten Albträume. Ich darf ohne Übertreibung behaupten, dass dann die Zukunft unseres gesamten Planeten auf dem Spiel steht. Möge Gott der Allmächtige uns gnädig sein. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, Commander, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Kane hat rausgefunden, wo Möbius steckt, und er greift mit allem an, was Treibstoff hat. Sie müssen eine Truppe zusammenstellen. Möbius einsammeln und ihn zu den Rettungshubschraubern schaffen. Möbius ist verrückt, aber auch der Schlüssel zu diesem Tiberium-Rätsel. Viel Glück. Verstärkungen sind eingetroffen. So, Leute. Ach. Ach, das ist gar nicht die Mission, die ich meinte. Ach so. Ja, okay. Dann ist klar gerade. Oh, Mammutpanzer. Sehr geil. Okay, liebe Leute. Hallo, ja. Hallo, Hubschrauber. Ach, Idiot. Na gut, komm. Ach, das ist gar nicht die Mission, die ich meinte. Okay, dann ist es easy. Okay, fahr zurück, um Gottes Willen. So. Boah, ist der fokussiert auf den. Ist das dreist. So, gut. Mammutpanzer, den muss ich unbedingt beschützen, ey. So, dann bauen wir bitte, 8x5 sind schon 4000, ne? Dann mach mal so, komm, 4 Stück. Und, ja, liebe Leute, dann hoffe ich, dass es euch nach wie vor gefällt hier. Das ist meine Conquer Remaster. Und, ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit der Mission. Ja, die Mission, die geht ja dann noch, glaube ich. Also, hier gibt es ja auch irgendwo dann eine Geldkiste und wir müssen hier einfach nur Einheiten bauen. Scheiße. Ja gut, kommt. Den kann ich aufhalten, das ist kein Problem. Hallo, ja, hier ist der Möbius, Leute. Und den müssen wir gleich irgendwie rausschaffen, scheinbar. Und ja, dann würde ich sagen, und wir müssen... So, da können wir das nicht verlassen. Rücken Sie vor, nur Sie Möbius raus. Stellen Sie sicher, dass das Gebiet frei von Flakstellungen ist. Genau, Leute, wir müssen nämlich lediglich hier die Flaks platt machen, glaube ich.
Und ja, wenn das alles ist, dann ist das ja noch easy. Muss ich ja sagen. Und ja, klar. So, wieder auf das Mannequin. Sehr schön, Leute. Wie gesagt, wenn wir nur die Flachs platt machen müssen, dann ist das ja easy. Was zur... Ach, okay. Ja gut, das passt schon so. Macht ihr mal. Macht ihr mal. So. Fahr doch jetzt hier rein, was du... Was hast du denn hier so einen Schiss hier, BMT, ja? Ach, guck mal an. Eine Artillerie. Die hat keine Chance wegen dem BMT, schau dich das an. Und bam, hier. Als... So. BMT schafft es tatsächlich, eine Artillerieplatz zu machen. Okay, Leute, cool. Die Mannequin haben keine Chance. Wegen meinem Raketenwerfer. Sehr schön. Da stehen welche im Busch. Okay. Die kann ich mit dem Raketenwerfer platt machen. Alter, was? So, sehr gut. Das sind auch Raketentypen. Ja, so, dann. Genau. Stellt ihr euch bitte dahin und macht die Flachs platt. Wunderbar, Leute. Mit gemeinsamen, vereinten Kräften schaffen wir das hier. Bam. Sehr schön. Alles klar, den bitte reparieren. Der will mich verarschen hier, ey. So. Sehr gut. Okay, was haben wir hier? Da haben wir ein Nockdorf. Da ist vielleicht sogar wieder Geld drin, wenn ich mich an die andere Karte erinnere. Das war ja nämlich auch bei der anderen Karte auch so. Das war da... Ein Dorf hatten mit Geld drin. Genau. Und, ja, dann helft ihr mal schön. Nicht, dass ich da Einheiten verliere. Das muss nämlich nicht sein. Das will ich auch gar nicht. Boah, der frisst aber schon Kohle. So, und bam. Sehr gut. Gut. Leute, dann... Bam, Raketenwerfer. Sehr gut. Keine Chance, die Mannequin. Wunderbar. Und ja, dann würde ich sagen, bewegen wir die mal nach vorne. Wartet mal, ich speichere das erstmal. Mission 12 GDI. Gut, dass ich wieder speichern kann hier. Dass hier kein Bug wieder auftaucht. Und genau. Einfach rüberfahren, komm. Ja, genau, die machen ja die Flakplatte da. Okay. Ja. Liebe Leute, nach wie vor in dieser selben Aufnahmesession. Auch am Sonntagabend. Und ja, es ist immer noch richtig warm draußen. Und ich fange hier gleich an zu ölen, ey. Aber. Oh, warte. Oh, schaut mal da. Oh, Scheiße. Okay, das war's mit meinem Aufklärungstrupp. Natürlich wieder auf meinen Raketenwerfer, ne? Die haben's echt immer auf meine Raketenwerfer abgesehen. So, dann... Mach die platt da, los. Die Säcke. So, Leute, wunderbar, dann... Oh, womit kommt man da angeschissen? Okay, interessant. Ja, kriegen wir aber hinkommt. Ja, dann schieben wir da hin. Da kommt er nämlich angeschissen. So. Und überfahren. Und überfahren hier. So. Ja, kommt. Oh, das ist jetzt aber kacke. Zieh die mal bitte runter da. Das ist jetzt echt scheiße. Ja gut, aber den kriegen wir platt. Mit vereinten Kräften kriegen wir den platt, ey. Gut, kann ich hier von denen irgendwas verkaufen eigentlich? Ja, die Mannequin-Fabrik vielleicht. Wartet mal. Ja, sehr schön. Wunderbar, ey. So, mach die alle platt. Die Mannequin-Fabrik brauche ich ja nicht. Dann repariere das mal bitte. Oh Mann, was will denn jetzt mit der Artillerie? Was willst denn du mit der Artillerie, Junge? Zum Glück fährt er in die Türme rein.
Oh Gott. Na scheiße. Ach, ist das ein Sack, ey. Ich hab extra die Mining-Fabrik vertickt. Ach Gott. Ja. Stehen zwei Gummipanzer. Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt noch vorankomme, ne? Ja, wobei eigentlich müssten ja jetzt die Spawner bald mal aufhören. Ne? Eigentlich, ja, eigentlich schon. Komme ich da hin? Mit dem Panzer? Komme ich da? Ja, ich komme da hin. Da ist nämlich dann sehr wahrscheinlich eine Kirche mit Geld drin. Oder? Da ist zumindest noch mal ein Mannequin. Ja, seht ihr das? Da ist Geld. So, sehr schön. Da ist Geld. Oh mein Gott. So, dann können wir nochmal zwei Kampfpanzer uns besorgen hier. Oh Gott. Oh Gott. Ja, dann kann ich auch noch einen Jeep bauen. Das ist sehr gut. Aber leider nur eine Geldkiste. Aber besser als nix. Leute, besser als nix. So, dann. Alles klar, die Kohle reicht auch noch genau für den Jeep. Das ist super, ey. Das ist echt gut. So. Dann, liebe Leute, würde ich mir jetzt den Jeep nehmen und hier oben weiter erkunden fahren. Ach du Scheiße. Da blockiert er sich wieder, oder was? So. Und ja, auch eine interessante Mission. Ich kann mich erinnern, dass die hier ein bisschen scheiße schwierig war. So, aber jetzt schlimm schaffen wir es schon irgendwie. So, da habe ich jetzt da unten natürlich keine Verteidigung mehr fast, ne? Da oben ist noch eine Flak, okay. Ich muss ja nur die Flaks platt machen, ne? Wartet mal. Erkunde mal bitte die Karte weiter. So, die Mannequin. Zieh den mal ein bisschen nach vorne. So, okay. So. Nein, oh Gott. Ach, scheiße, ey. Leute. Mach den kaputt. So, okay. Puh, ey. Alles klar. Dann. Der scheiß Gummipanzer, ey. Boah, das ist jetzt mies. So. Scheiß Gummipanzer. So, Mann. Haben wir es jetzt bald mal. Anstrengend. Anstrengender Noddy hier. Aber ich glaube, wenn wir die Flaks nämlich platt gemacht haben, kriegen wir einen Hubschrauber und dann ist die Mission schon fertig hier. Wir müssen hier gar nicht alles platt machen. Oh Gott. Fahr da bloß rum. So. Ja, genau, da oben ist die andere Flak. Ja, scheißegal. Lass den schießen, der trifft dich eh nicht. Siehst du das? Der trifft dich nicht. So. Aber die Basis, das ist das Problem, ne? Da komme ich halt auch nicht rein. So. Aber mit denen muss das doch passen. So, Leute. Dann mache ich diese Flak da oben. Später mit Mannequin platt. Das ist jetzt der große Plan hier. So. Dann würde ich sagen, ja, liebe Leute, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Schaut auch mal gerne auf Twitter und Facebook vorbei. Da bin ich oft vertreten und ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr da mal reingucken würdet. So. Einfach mal ein bisschen Werbung gemacht hier. So, dann sammelt euch mal da. Und drüber fahren einfach. Ja, oder sammelt euch erstmal. So. Sammelt euch erstmal. So, perfekt. So. Und tschüss, weg mit denen. Sehr schön. Alles klar, dann alle bitte nacheinander hier hoch. Sehr gut, ihr seid nicht blöd. Das ist schon mal gut. So, das kriegen wir kaputt, hoffe ich. Hoffentlich kriegen wir das kaputt. Die brauche ich nicht mehr. Repariert es bitte. So. Ja, ist ja gut. Ah, geil.
Okay, dann weg damit. Wunderbar. So, Leute, dann. Das ist jetzt das Blöde, ne? Dass der mit dem Sammler hier hinkommt. Weil wenn ich den jetzt gleich mit dem... Wenn ich dem jetzt gleich seinem Sammler wegballer... dann kommt er mit allem, was er hat hier. Na, dann kommt er ja mit allem, was er hat. So. Ich glaube, wir könnten dem sogar... die Basis platt schießen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das mit denen ausreicht, aber... Wartet mal, ich speichere das mal. Mission 12 GDI kommen. So, Leute. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass wir diese Flak hier platt kriegen. Oder macht somit, macht erstmal diesen Turm da weg. So. Macht diesen Turm da weg. Verdammt nochmal. Du kannst bitte hier reinfahren. So, und hier die Flak. Da die Flak. Und kaputt machen. So. Oh, wunderbar, ey. Geil. 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 Haha, wunderbar. So. Bababam. So. Was ist das denn? Achso, ich dachte, das wäre ein Invasor, ey. So. Hier kann ich ja keine mehr bauen. Ich Idiot. Ah, gut, okay. What? Okay, ja, das kannst du ruhig machen, das ist kein Thema. So, dann schieß die kaputt. So, dann, Leute. Genau, fahr während dem Schießen, das ist, fahr während dem Schießen, doch. Oder schieß während dem Fahren, genau. Und ja, dann versuche ich jetzt mit den Fünfen halt mal. Irgendwie hier oben dieses Ding platt zu machen kommt. Ich glaube, ich meine, das wird zwar eh nicht funktionieren, aber... Mein Gott. Ja, wartet mal. Nee, ihr seid ein gutes Kanonenfutter. Wartet mal da. Was kommt da mit so einem scheiß Raketentyp, Mann? Ich werde nicht mehr. Weg damit. Weg damit. Komm schon. Ah, wunderbar. Sehr schön. Der Mechanical Man ist hier wieder am Start, Leute. Ja, komm, dann fahr doch einfach da drüber. Kann nicht so schwer sein. So. Bababam. So, ich habe ihm jetzt hier die Flak zumindest weggenommen. Dann ist es jetzt eigentlich nur noch hier oben die, ne? Warte mal, ich habe noch ein bisschen Kohle. Ich versuche mal seine Basis zu scouten. So, genau. Und, ja, dann gucken wir mal, was wir da... Ach du Scheiße. Was wir da ausrichten können mit... So. Hey, 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 hey. Einfach drüber fahren. Seid ihr denn bescheuert? So. Ja. So, wunderbar, okay. Gut. Der ist zum Glück in dem Turm da, in der Reichweite. Das ist schon mal ganz gut. So, hast du noch Flachs da drinnen, Kollege? Hast du noch Flachs? Oh, hat er nicht? Hat er nicht? Okay, sehr gut. Dann... Ah, sehr schön. Der Panzer ist nämlich weg. Oh, Mann. Ach, scheiße. Bitte keine Raketen, Männchen. Ja, hör doch auf. Hör doch auf. So. Fahrt bitte hier hoch. So. Ah, wunderbar. Okay. Sehr schön. Hey. So. Alles klar. Gut, Leute. Ja, wie gesagt, hier in der Basis hat er keine Flak mehr, glaube ich. Hoffe ich. Ja, weil sonst könnte das echt schwierig werden. Sonst könnte das echt schwierig werden. So, ich muss das jetzt hier mit meiner Master-Taktik versuchen. So, dann mach den Turm im Arsch. So. Hallo? So, sehr gut. Zum Glück schießt der Turm weiter auf die Männchen. Und, ja, dann haben wir es vielleicht schon, wa? Pünktlich. Nein! Wie nicht? Oh.
Bleib mal bitte hier. Verdammt! Das hätte so gut werden können. Aber ich gucke jetzt noch, wo die letzte Flak ist. Um Gottes Willen. Ach du Scheiße, was? Jeeps. Jeeps. Na gut, okay, dann. So. Einfach drüber. So. Boah, die sind alle kaputt hier. Scheiße, Leute. Die sind alle kaputt. Und der hat hier auch keine Flaks mehr irgendwie. Hä? Hä? Oh, wartet. Ach nee. Hä? Wo ist denn die letzte Flak? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt noch in die Basis muss. Oh, scheiße. Das wäre übel. Komm, verkauf den. Ich brauche noch einen Jeep. Ich brauche da leider noch einen Jeep, Leute. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Oh, scheiße. Reparieren. Fuck. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir echt unsicher, ob der hier jetzt... Wartet mal. Speichern nochmal. Die letzte Flak suchen hier. Ah! Natürlich wird die mit einem Obelisken geschützt, ne? Ist klar. Dann hier, so. So. Natürlich wird die mit einem Obelisken geschützt. Scheiße, ey. Oh Mann. Dann ist ja hier noch die ganzen Minniken. So. So, der Gummipanzer. Ja, das wird nicht ausreichen. Scheiße. Oh Gott. So, dann zieh die schön hier rein. So. Oh, scheiße. Ja, komm. Die kriegt ihr aber. Kommt. Sehr gut. Ja, toll. Ich habe jetzt 4 kaputte Kampfpanzer und... Ah, fuck. Das wird doch nicht ausreichen. Ich muss das jetzt irgendwie versuchen. Nicht da reinfahren. So, und jetzt fahr einfach rein, kommt. Ah, das geht. Das geht. Das geht. Ah, geil. Oh, Gott sei Dank. Möbius, komm in den Hubschrauber rein. Und rein da, los. Oh, wir haben es doch geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Puh. Okay. Du Flakgesicht. Nicht Sackgesicht, sondern Flakgesicht. Neue Beleidigung hier. Nein, Quatsch, der war flach, ich weiß. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, sind wir auch wieder relativ pünktlich am Folgenende. Und, ja. Dann haben wir es doch, wunderbar. Und dann haben wir jetzt nur noch 3 Missionen. Aber 3 harte Missionen, glaube ich. Und ihr seht, die sind eingeengt. Die sind eingekreist. So, aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bei Ionenwerferangriff Jugoslawien Osten. Und dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich tatsächlich sehr freuen und erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.